Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Also wir begrüßen euch zu einem neuen Video, Tigger und ich. Und ja, du willst den Kopf jetzt an der Tüte reiben. Ja. Aber Papa muss die jetzt hier mal kurz wegnehmen. So, ich mach dir Platz, du kannst hier liegen. Ja. Ja, der ist momentan sehr, 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 sehr schmusebedürftig. Jo. Ich habe hier was. Ich habe wieder was bei Temu geholt. Da kommt aber noch ein Paket. Das erkläre ich euch aber gleich, wenn wir hier ausgepackt, also wenn wir hier das haben, worum es geht, warum noch ein Paket kommt. So. Ich habe einmal künstliche Pflanzen. Ich hoffe, es sind auch die gleichen, wie ich hier habe. Doch, sind die gleichen. Ein bisschen kleiner sind die? Nö, sind genauso. Efeu, glaube ich, ist das. Gibt es hier irgendwo? Einmal hier eins. Hier sind mehrere drin. Ich glaube, das ist das 6er-Pack oder das 20er-Pack. Weil ich möchte gerne, ich habe ja auf einer Seite, ich möchte das gerne bei meinem Regal hier auf die andere Seite auch noch machen. Weil hier habe ich zwei oder drei oder vier, was das sind. Sind die denn genauso dick? Die habe ich nämlich in Polen geholt gehabt. Und die scheinen etwa genauso dick zu sein. Hier, die sind, also bei denen hier, bei den einzelnen, sind die dicker. Wo hier mehr dran sind, sind die genauso dick. Und zwar möchte ich gerne, weil ich habe ja hier einmal, möchte gerne auf der Seite auch gerne das so haben, dass ich dann halt praktisch da Pflanzen dann runter habe. Und ich bin auch am Überlegen, ich will es dann mal testen, wie es aussieht, wenn ich es längs lang mache. Also, dass man das Weiße nicht mehr sieht, sondern dass es dann so längs lang geht, dass es da auch vielleicht ein bisschen schön aussieht. Wenn das nicht schön aussieht, kann ich es ja jederzeit wieder abmachen. So, das kommt gleich. Das kommt auch gleich. Nee, das sind die sechs. Sechs oder fünf sind das, weil hier haben wir noch eine Tüte drin. Muss mal gucken, wo die aufgeht. Ich hatte ja auch geguckt, aber ich habe noch keine gefunden, die so in der Länge sind. Die meisten sind halt so zum Runterhängen gedacht, aber ich hätte gerne was, was in die Länge ist, wo ein bisschen dicker ist, aber die sind hier alle nicht wirklich dick, wie ihr seht, ja. Das ist halt einfach nur so zum Hängen gedacht, ja? Und auch selbst eine einzelne beim Hängen ist nicht so dicht. Ich hätte gerne etwas Dichteres in der Länge, wo denn einzeln ein bisschen runterhängt oder ein bisschen, ne? Dass ich dann vielleicht auf dem ganzen langen Regal, wo die Figuren drauf sind, das einmal so komplett über das ganze Wohnzimmer machen kann und am Regal befestigen kann. Und dass es dann halt so ein bisschen aussieht. Ah, hier, genau, hier sind die 12 Paar oder 20 Paar, was das sind drin. Damit können wir doch was anfangen. Oh, die riechen aber ein bisschen. Ja, die sehen so etwa wie die aus Polen aus. Ich würde sagen, so ja, so ein bisschen dünner vielleicht. Und damit müssten wir dann eigentlich, weil ich wollte eigentlich nochmal so ein 20er Paar, aber das gab es nicht einzeln. Nochmal. Und ich wollte ja unbedingt Efeu, soll ja zu dem passen, was ich schon habe. Deswegen habe ich halt von den anderen noch welche bestellt, um da mal zu kontrollieren, welche jetzt besser sind und ob da Unterschiede sind, ob die ein dicker, dünner sind, ob die Blätter vielleicht irgendwie anders sind. Da machen wir dann aber ein separates Video zu. Also so jetzt auf dem ersten, also nur so, nur vom ersten drauf gucken. Ja, gibt es da hier schon kleine Unterschiede? Also die Blätter sehen relativ okay aus bei allen.
Hier sind sie was kleiner. Hier sehen sie ein bisschen komische Schnitten aus. Hier bei denen sind sie, sind die Ranken was dicker. Hier sind sie was dünner, genau wie bei denen. Nee, sogar noch dünner als bei denen. Ja. Aber da sollte genug mit bei sein, dass wir dann hier so an der Seite so runter machen können. Dann mache ich die wieder so doppelt. Ja. Und dann vielleicht, oder am Schrank vielleicht noch ein bisschen. Oder eine PC-Ecke. Ja, dass es ein bisschen schöner wird. So. Dann habe ich bestellt. Erstmal nur zwei. Ich wollte eigentlich mehr bestellen, aber ich wollte eigentlich auch noch mehr testen. So. Ich habe hier nämlich HDMI-Kabel. 4K, weil da wurde ich gefragt, kannst du denn nicht auch mal HDMI-Kabel testen? Von Temu. 4K und 8K und hast du nicht gesehen. Ob die auch das versprechen, was sie halten. Oder was draufsteht. Und deswegen habe ich auch Temu mal angeschrieben und gefragt, und Temu hat dann gesagt, na klar, machen wir, kannst du, haben mir dann 30 Euro zur Verfügung gestellt. Und da habe ich dann nochmal 5 HDMI-Kabel bestellt. Also haben wir insgesamt 7 HDMI-Kabel. Die sind auch relativ klein teilweise, weil sonst hätte ich nicht so viele bestellen können. Weil die in der Länge natürlich halt wieder, also mit so viel kleinen kann ich nicht anfangen. Normalerweise bestelle ich ja immer Sachen, mit denen ich auch was anfangen kann. Mit ein paar kleinen kann ich was anfangen, um die PlayStation und die kleinen Splitter zu verbinden. Aber halt, was willst du denn jetzt hiermit großartig verbinden? Also, gut, Receiver würde noch gehen, zur Box runter, ja, wenn es nicht so weit ist oder wenn es nebeneinander ist. Sowas würde noch gehen, aber sonst ist das halt eindeutig zu klein. Das ist jetzt hier so ein Orangener. Davon kommt noch ein nicht abgerundeter. Und ich habe überall 8K-Kabel bestellt, die 4K 120 FPS können. Also wirklich das, was mein Fernseher alles kann. VR allem hast du nicht gesehen und wirklich 4K 120. Ihr müsst da dann auch aufpassen. Also kommt mir nicht, ich habe ein 4K-Kabel bestellt, der kann nur 60. Ich habe nur die bestellt, wo wirklich explizit draufsteht. Weil wenn da nur 4K-Kabel draufsteht, 4K sind 4K mit 60 FPS. 4K mit 30 FPS ist 4K. Also ihr müsst da drauf achten, wenn ihr wirklich die volle Bandbreite von 4K haben wollt, mit 120 FPS, muss es ein 8K-Kabel sein. Klingt jetzt blöde, ist aber so. Es gibt 8K mit 60, müsst ihr darauf gucken. Ihr habt auch 8K mit 30, dann unterstützt aber auch nur 4K mit 60 FPS. 8K, 60 FPS, das ist das Entscheidende. Das muss er können. Dann kann er auch 4K mit 120 FPS. So, und danach habe ich geguckt, nur nach solchen Kabeln, alle die, wo nur 4K, wo nur HDMI-Kabel steht oder 4K 60, so ein Scheiß brauchen wir ja gar nicht erst. Wir wollen ja 120 testen. Hier dann auch wieder so ein kleines Stummelchen. Ja, den will ich wahrscheinlich dann für die PlayStation nehmen. Ja, dann kann ich die Geräte alle ein bisschen besser auseinanderhalten, weil das ist halt nicht viel. Ist halt nur so ein Stück von der PlayStation. Mal gucken, ob das überhaupt reicht. Zum Splitter und vom Splitter aus dann halt zum 1:2. Dass halt praktisch einer hoch zum Fernseher, einer zum Dings geht. Ein paar habe ich auch bestellt, die ein bisschen länger sind. Dass es nicht heißt, ja, nur die kurzen funktionieren, die langen funktionieren nicht oder so. Ich weiß aber jetzt nicht aus dem Kopf, was ich da bestellt habe. 1 Meter, 1,50 Meter. Ja, was sind das hier? 0,5 ist das jetzt hier. Und das ist auch 0,5. Ja, aber das ist jetzt wirklich, ich kann es ja nochmal zeigen, es ist wirklich nur ein Stummelkabel. Ja. Und normalerweise nehme ich ja auch nur, was ich auch dann später nutzen kann. Aber sonst, da hätte ich nicht so viele kaufen können. Ja. Das ist halt wirklich nur so ein Stummelchen. Ja. Also das ist, nutzt in der Regel den meisten Leuten nichts. Es sei denn, die Skybox ist jetzt zum Beispiel unten und hier ist der. Also vom Fernseher nutzt es nichts. Aber von der Soundbar, ihr habt einen Samsung TV mit dem Receiver zum Beispiel, also diese Decoder-Box oder diese Box von Skybox darunter, vom Blu-ray-Player runter, das ist halt alles nur so ein Stimmchen, dann reicht das aus. Soundbar bis runter würde schon wieder nicht reichen.
Ja, also da müsst ihr dann halt auch auf die dementsprechende Länge achten. Aber so ein Stümmelchen ist ja nicht mal so schlecht. Oder halt jetzt zum Beispiel beim PC hinten, da habe ich ja auch einen Verteiler dran. Ja, einen langen, der hoch geht zum Fernseher, also zum Monitor, und einen, der zum PC geht. Da könnte ich dann auch mit einem Stümmelchen austauschen. Ja, da hätte ich dann nicht so viel Kabel hinten liegen. Dafür ist es was. Aber in der Regel sind die kleinen Stummel. Kabel nicht. Die haben auch Zweierpacks. Ein Zweierpack konnte ich jetzt aber nicht noch dazu nehmen, weil ich wollte eigentlich diesmal für Tigger und die anderen Katzen wollte ich so ein paar Katzenminze-Dinger bestellen. Jetzt habe ich gedacht, naja, machst du bitte, weil ich danach ja gefragt wurde. Und wie gesagt, da kommen jetzt noch mal fünf andere und sobald die da sind, mache ich auch ein Unboxing von. Und dann werden wir die sieben Kabel testen mit PlayStation. Und vielleicht sogar mit Xbox, und dann werden wir überprüfen, geht das durch, was durchgehen soll. Ja, und dann mache ich den einfach zwischen den beiden. Ich habe ja praktisch die Xbox, die PlayStation und die Switch gehen alle drei in ein 3 zu 1. Von den 3 zu 1 ein kurzer, also auch ein länger Kabel, gehen rüber zum 1 zu 2. Und von da aus geht einer zum Fernseher und einer halt zum PC. Und da brauchen wir ja nur diese Zwischenstück ändern. Wir brauchen ja gar nicht den Kabel von der PlayStation oder von der Xbox austauschen. Deswegen habe ich gedacht, mit diesen Stummelchen geht das auch. Da brauche ich nicht das ganze Lowboard umräumen, die ganze Kabel rausruppen und die Xbox halt so nah wie möglich ranstellen, damit das auch funktioniert. Das können wir dann einfach dazwischen machen. Das reicht aus, weil dann erkennt die schon auf dem Zwischenweg, haut was nicht hin, weil bis jetzt haut alles hin. Ich habe 4K, wenn ich 8K-Fernseher hätte, könnte ich auch 8K machen. Habe 120 FPS, VRR, allem, alles komplett. Zeige ich euch natürlich vorher, dass es auch wirklich funktioniert. Und dann werden wir die ganzen einzelnen Kabel testen, ob das so funktioniert, wie es funktioniert. Ich bin mal gespannt. Also ich hoffe, wir werden da nicht enttäuscht. Zeige euch so, wie das ist. Ich bin mir nicht sicher, was uns da, ehrlich gesagt, was uns da erwartet. Aber die Stümmelchen, jetzt so im Nachhinein, gar nicht mal so schlecht. Für Zwischenstück von PlayStation bis daran oder von dem Verdreier zum Zweierverteiler, da ist es ganz gut. Da könnte ich dann halt so ein Stümmelchen machen. Ja. Und dann habe ich zwei. SD-Karten bestellt. Micro-SD. Sieht man das? Ja. Die habe ich auch nur zum Testen bestellt. Rein, wirklich nur, also ich brauche jetzt explizit keine, weil hier steht MB drauf. Ich zeige euch das auch nochmal vom Nahen, damit ihr das vielleicht sehen könnt. Ich würde mal zoomen, wartet mal. Ich hoffe, das funktioniert soweit. Was machst du denn jetzt hier? So. Ich hoffe, ihr könnt das richtig erkennen. Das ist eine silberne, also rot-silber und eine rot-goldene Karte. Auf beiden steht Megabyte, also MB drauf. 512 MB. Oh Gott, schön. Die hat eine hat 1 Euro noch was gekostet. Die eine ins 49, die andere ins 69 oder 64, so was in dem Dreh. Hatte an sich gute Bewertung. Und da stand dann bei den Fotos weiter runter, war dann aber auch mit Gigabyte und so. Aber hier steht halt MB. Und hier steht auch, dass hier zum Beispiel H264 Videos, 364 Kilobits, hier steht dann wieder gar nichts. Eine deutsche Adresse steht denn hier drauf?
Hier ist ein Aufkleber drüber. Made in China. Ja, sehen von der Machart eher beide so etwas fast identisch aus. Support SDHC. Datentransfer. TFT. TF. Steht hier noch drauf. Hier wird wahrscheinlich das gleiche draufstehen, bloß dass da ein Aufkleber drüber ist. High Speed Performance steht noch drauf. Also die sehen, die haben nur einen unterschiedlichen Rotton, aber jeder kann sich dann, denke ich mal, kann sich denken, wen sie da jetzt in etwa kopieren oder wem das ähnlich sehen soll. Und wie gesagt, beide, hier steht definitiv 512 MB. Mehr steht hier nicht. Ja, das sollen auch schnelle Karten sein. Ich bin da mal gespannt. Und für den Preis kann ich mir nicht vorstellen, dass es Gigabyte sind, aber irgendwie stand da auch was von Gigabyte. Ich war dann ein bisschen sehr verwirrt und habe gedacht, ja, doch, dann nimmst du es einfach mal mit. Für einen Euro noch was kann man ja nicht verkehrt machen. 512 MB. Ja, gut, kannst du denn später, wenn du mal einen Raspberry hast oder so, kannst du die für ein Raspberry, für ein Betriebssystem benutzen oder um was drauf zu machen. Was klänet, wenn du so ein Pi-Hole machen willst, das ist ja auch nicht groß, die Software. Oder halt nur so für ein paar Daten reicht das ja auch aus. Mal gucken. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es 512 GB sind. Wäre natürlich geil, wenn es jetzt nicht rausstellt, dass es 512 GB sind. Weil dann würde ich die schnellere von beiden, die goldene, würde ich dann natürlich in meine Switch ballern. Da habe ich jetzt nämlich nur 128 GB drin, dann hätte ich 512 GB. Aber das werden wir dann alles sehen. Ich werde die euch auch natürlich alles in der Videobeschreibung verlinken. Ich bin mal sehr gespannt. Also ich weiß noch nicht. Weil ich habe gedacht, wenn wir jetzt schon HDMI testen und das ist mir dann aufgefallen, und da habe ich gedacht, na, dann machst du mal davon. Und beim nächsten Mal, wenn ich nächsten oder übernächsten Monat dann nochmal bestelle, da werde ich dann auf jeden Fall fürs Tigerbaby ein paar Katzenminzenkissen bestellen. Mal gucken, wie teuer die sind. Dass man da 3, 4 holt und guckt, ob die alle okay sind. Ob er die alle annimmt. Oder ob einige sagen, naja, ist Katzenminze, aber gar kein Katzenminze drauf ist. Vielleicht noch ein bisschen Spielzeug oder so. Und dann mal gucken, was wir denn noch so Schönes bestellen können, was wir noch testen können. Ein paar Sachen sind ja noch offen. Ich habe immer noch kein T-Shirt für mich bestellt. T-Shirt wollte ich noch testen. Das wird auch noch denn demnächst mal gemacht werden müssen. Und was war noch? Schuhe habe ich ja jetzt schon bestellt. Also meine Frau, Weihnachten, die Barfußschuhe passen perfekt. Sie ist mega zufrieden auf Arbeit damit. Der Mantel passt. Große Jacke passt auch. Also bis jetzt alles wirklich Glücksgriffe. Alles super gelaufen. Und ich bin mal gespannt, wie die Kabel sie jetzt schlagen. Und also ich kann es mir nicht vorstellen, dass jetzt 512... Also ich sag euch so, wie es ist. Wenn das wirklich 512 GB sind, für den Preis, und da dann noch welche gibt, vielleicht mit einem Gigabyte oder mit mehr... Für 3, 4, 5 Euro und die Geschwindigkeit hinhaut, dann hole ich mir nächstes Mal nochmal eine Karte, aber dann halt mehr für die Switch. Obwohl 512 schon ausreichen würden. Also, aber dann, wenn hier wirklich das drauf ist, was kann, dann geht innen natürlich an meine Mama, die sie sich dann, also innen eine Switch und innen an meine Mama, die sie sich ins Handy machen kann. Dann hat die noch Speicher für ihr ganzes Videozeug, was sie sich mit ihrer Frauengruppe da austauschen und die ganzen lustigen Videos und die ganzen lustigen Nachrichten. Die da an Sammelsurium auf dem Handy habt, Leute, das glaubt ihr nicht. Und zu jedem Feiertag kommen gleich die richtigen Videos und Bilder und dann nach Bildern und nach Feiertagen geordnet. Ey, das glaubst du nicht. Die ist da voll drinne. Die ist da voll drinne, meine Mutter. Mittlerweile. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. So, aber nichtsdestotrotz soll es jetzt so gewesen sein. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich glaube, also bei den HDMI-Kabeln warte ich auf jeden Fall. Bis das andere Paket kommt. Hier muss ich mir jetzt erstmal noch ein vernünftiges Tool suchen, um
SD-Karte vernünftig zu testen. Von der Lese-, Schreibgeschwindigkeit und Auslesen, ob die Kapazität wirklich stimmt, wie da steht, oder ob das da etwas Falsches ist, oder mal gucken. Aber jetzt bin ich wirklich weg. Wie gesagt, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video oder Livestream. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.